Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde! Genau, so, hier wird ein neuer Balkon. Balkonski. Schnell was essen. Brauchst du noch Bolzen? Ach, was schon Bolzen? Ich mach mir da. Wo sind die? Das. Hast du? Ja, ja, ich bin gerade ein bisschen hetzt. Gehetzt bist du? Ja. Ich doch nicht hetzen. Weil ich sehe, es ist nicht mehr lange. Deswegen bin ich gerade ein bisschen gehetzt. Okay. Bin ich gerade ein bisschen gestresst. Ein bisschen gestresst, das ist natürlich unschön. Ach, da ist auch noch ein Motor. So. Wollen noch schnell was zu ballern. Oh. Baller, baller, baller. Wichtig ist auf jeden Fall Frames. Oh ja, Frames sollten möglichst nah am Körper sein. Ja, ich brauche auch noch mal welche. Brauchtest du noch Bolzen? Ich habe 254. Wenn ja, dann kommt, hole ich mir welche. Erstmal runter, mal Hallo sagen. Hallo. Oh, Leuchtzombies, ganz viele. Hier ganz viel an der Ecke. Hallo. Versuche mal hier euch zu entleuchten. Aber neben. Aua! Ah, Killervögel! Wo bist du? Hier über mir. Über dem Balkon, sag ich mal. Ja. Er kommt. Hast du gut gemacht. Danke. Ah, da kommen sie genau richtig da hinten alle. Das wird jetzt die Schnitzel. Und die machen das Loch breiter. Ah. Aber das Spiel ist weniger brutal, oder? Als früher. Es zerfetzen keine Gliedmaßen mehr. Also ich sehe das irgendwie nicht, dass die wirklich zerfetzt werden. Also ja, gar nicht. Die sterben. Vorsicht, Vogel kommt! Oh! Zwei! Hinter dir? Oh. Ah, ist weg. Geflogen. Danke, ich hab die nicht gesehen. Ah, jetzt ist einer erstmal reingekommen. Du hast es mich gehört. Ja. Ah, kam durch, ohne zu sterben, die Ratte. Ja, wahrscheinlich war da eine Lücke. Ich lauf dir mal hinterher. Mhm, bleib mal hier. Bist du tot? Ey, bleibst du mal stehen? Jetzt gut. Boah, schon wieder so ein Kackvogel. Ah, die eine Ecke ist mit dem Stacheldraht komplett weg. Oh, da ist was im Zaun. Oh ja. Oh, Spinne. Leuchtet Bulle Spinne. Ist viel. Ja, mach du die Spinne, ich mach den Bulle. Der darf nicht explodieren. Dann macht er mich unsere Verteidigung kaputt. Gut, ist tot. Boah, da kommt der noch mehr hier. Oh,
Weiß gar nicht, was ich zuerst schießen soll. Ja. Der, der hier am nächsten ist. Das hört sich gut an. Oh ja, oh, das sieht schön aus. Guck mal, wie der da ja, liegt. Das habe ich gesehen. Da zappelt da. Oh, da will eine Spinne hoch. Bei mir? Ja, da ist gerade was gesprungen. Oh, Zombie, ah! Bulle. Meine ich ja. Ein Zappelbulle. Ich sage auch Zombie, ja. Genau. Ja, Zombie, ja. Welcher? Das sind zu viele. Bulle tot. Spinne im Messer? Ja, und die Dicke auch. Ah, die springen richtig auf die Ecken, das gefällt mir. Noch ein Bulle, irgendwo, hat mich erwischt. Oder werden die davon angelockt, weil das Krach macht? Weil die, ich hab keine Ahnung. Die rennen ja richtig auf die Ecken drauf, ne? Das ist aber schön, das gefällt mir. Ja, ich hab damit auch kein... Oh nein, er ist explodiert. Da kommt rechts weiter noch einer. Kotz dich an, pass auf. Danke, hat mich nicht getroffen. Puh. Schön. Na, Mist. Oh, noch ein Bulle. Ah, der hat mich getroffen. Wo, wo? Ach, da. An der Ecke. Okay. Ich glaube, irgendwie werden nur noch leuchtende Zombies angreifen. Ja, das glaube ich auch. Die Lampe kaputt gemacht? Ich weiß es nicht. Annehme, ich habe einfach eine Waffe gehabt, die das Gewehr hat noch keine Taschenlampe dabei oder so. So. Auf jeden Fall ist hier irgendwo was kaputt gegangen, weil an der einen Ecke drehen sich die Fallen nicht mehr. Oh ja. Kann sein, dass da hier was kaputt gekotzt wurde. Aua! Über uns. Ja. Spinne! Hä? Warum bist du tot? Weil ich von zwei leuchtenden Spinnen attackiert wurde? Scheiße. Ihr verpiss dich, du!
wieder da. Back in action. Bulle, links, schnell. Bulle, links, schnell. Ah! Zwei Bullen. Ja. Nur noch einer, der andere ist explodiert. Ich habe einen Knochenbruch. Wurdest du zu viel geschlagen? Wahrscheinlich von den Spinnen. Ich bin da ja einfach in den Nahkampf gekommen. Jetzt sehe ich da nicht, wer, welcher echt ist oder welcher noch da schon tot ist und welcher nicht. Hm. Ich würde sagen, die sind tot. So, welche Verteilung? Ja, hier. Hier. Unser Haus haben sie kaputt gemacht. Mhm. Alter, das ist hier. Hier ist ein Verteiler im Arsch. Der ist weg. Das ganze Haus ist im Arsch. Ja, hier fehlt ein Verteiler. Ja, den haben sie weggeballert. Schweine. Hier, das Fenster ist auch im Arsch. Oh, die ganze Wand von der einen Seite. Alter Schwede. Alter Schwede. Ja, weil unsere Schränke und so sind ja da, ne? Ja. Oh, ich mache jetzt hier Abriss daneben. Fenster braucht man nicht. Weg. Okay, tut mir leid, Fackel, ich habe vergessen. Hier war ja nichts hinter, ne? Oh, mach hier erstmal Pflasterstein. Das wird ja bisschen besser. Pflastersteine halten. Dürften auch noch eine ganze Menge haben. Boah, ich habe schon viele. Ja, Pflastersteine hast du so noch, aber. Ich schack das Holz jetzt weg. Muss weg. Weil wenn die durchschießen und dann haben wir dann irgendwie die Schmiede nicht mehr oder so, das wäre echt scheiße. Ja. Du machst das, ne? Ich bin gerade dabei, solange keiner angreift. Gut. Ja, ich glaube nicht, dass jetzt noch jemand hier was angreifen würde. Dann kannst du ja... Naja gut, die Nacht ist eh vorbei. Kannst ja Strom-Mansky ausschalten. Mach ich. Oh, da haben die einiges zerstört. Viel Strom wurde übrigens nicht verbraucht, also. Ja, es ist auch einiges dann weg gewesen, ne? Wenn natürlich der Abnehmer fehlt für den Strom. Na gut. Haben überlebt. Juhu. So, was machen wir heute, Pinky? Keine Ahnung. Reparieren? Oh. Keine Lust auf Reparatur? Nee, soll ich nicht lieber noch ein paar Dings suchen? Motoren? Melde mich freiwillig zum Motoren suchen. Ich habe eigentlich auch keinen Bock zum Reparieren, also. Oh. Wollen wir uns dann einfach da die nördliche Stadt noch anschauen? Wir waren ja noch nicht fertig mit der Dings Hall. Können wir machen mit der Dings Mall. Okay, dann bringe ich hier noch ein bisschen was zurück. Oh, hier haben sie auch richtig was kaputt gerissen. Hey, wegwerf. Stahlpfeile brauche ich doch nicht.
Schraubenschlüssel nicht mit. Glaskuppel muss ich nehmen von leeren. Aber ich esse noch einmal mit einem Topf. Oh ja, was essen ist eine gute Idee. Wie lange ist doch mein Boot? Noch 24 Minuten. Weil wir waren ja mit der City Hall noch nicht fertig. Richtig. Den Frames kann man immer gebrauchen. Das Gewehr lasse ich hier. Das Gewehr macht mir irgendwie zu wenig Schaden. Entweder muss ich da auch mehr Punkte in das Gewehr reinstecken. Weil wenn ich schon mit dem Gewehr mit einem Schuss irgendwo draufballer, dann muss da auch ein Kopf fliegen oder so. Finde ich also. Stacheln, ey, die waren so teuer. So, laufen sie durch. Das Haus ist auch ultra beschädigt, also. Ich hab hier doch wieder so eine scheiß Tussi gehört gerade. Da. Ein Stück. Ah, hier ist. Ja, wir müssen echt da. Pflastersteine und die am besten noch verstärken. Ja, ja, aber erstmal Pflaster und aber sie sind schon explizit richtig auf die Blade Traps angesprungen. Hm. So. Komm her mal, Motorrad. Wo ging's zur Stadt? Nach links, ne? Hm. Oh, das war wieder eine Fackel. Den Sprit verdienen wir uns. Schnell hin da. Wie lange brauchtest du für eine Rückfahrt? 90 Minuten in-game? Anderthalb bis zwei Stunden so. So 40 bin ich jetzt losgefahren. 5:40 Uhr. Fährst du normal oder mit Vollspeed? Vollspeed. Ich fahr immer Vollspeed. Okay. Ich sehe auch gerade, dass ich demnächst tanken muss. Ich habe noch 66 drin. Ja, so ungefähr habe ich auch 65. Die Brücke nimmt jedes Mal Schaden, wenn wir rauffahren. Ja? Mhm. Das ist nicht gut. Müssen wir irgendwann mal reparieren. Stimmt, von hinten war man mit der City Hall noch nicht fertig, ne? Ich bin da ja letztes Mal irgendwie so blöd auf dem Dach gestorben noch. Ja, oben war mir ja durch, nur unten nicht. Wo die Gefängniszellen waren. Vielleicht gibt es da auch noch irgendeinen Waffenschrank oder so. Stimmt, wir wollten da die Polizeistation wollten wir uns anschauen. Nee, es war ja die City Hall. Ja, aber diesen Polizeikeller. Gibt's nochmal separat, ja, einen Polizeikeller, aber es gibt ja auch noch separat irgendwo Police. Gab's separat ja, auch nochmal. Wir wollen uns den Polizeikeller anschauen. Mhm. Treffen uns bei der City Hall. Okay, ich bin hinter dir, ich sehe dich. Okay. Du bist gerade über die Brücke rüber. Also ich würde sagen, bis ich da bin, habe ich locker 10% Sprit verbraucht. Wo war die überhaupt? Locker, ich habe jetzt 57. Ich auch. Knappe Stunde fahre ich jetzt. Ah, man kann ja richtig reinzoomen auf einer Stadt hier. Das sieht richtig cool aus. Ach, wirklich? Ich habe noch nie so richtig reingezoomt. Brauch dich nicht. Ob das sind jetzt keine Leuchtzombies dahinter dran, hinten dran. Ah, die Frames stehen noch da. Cool. Ich mach mal gleich ein bisschen Sprit. Die Rückfahrt, ja. Und vielleicht ist auch ein kleiner Motor dabei. Ja. Yep.
Alter, 10.000? Scheiß Fahrstuhl, dann behalt das doch. So, dein Moped habe ich auch aufgetankt. Perfekt. Also im hier ist ein Fahrstuhl, da ist eine Tasche drin, da kommen wir aber nicht ran. Weil die Fahrstuhltüren, die haben eine Wertigkeit von 10.000. Yay. Fahrstühle haben eine Wertigkeit von 10.000, meintest du, ne? Ja, die Türen. Ja, und die Wand. Aber guck dir mal das Innenleben an vom Fahrstuhl. Ja, vielleicht ist der das Innenleben aber nicht so stabil wie die Wand. Sah aber so aus. Oh, hier liegt ja noch einer. Na, mach mal. Da hast du ja recht, sehr schön. Oder... Ah, nee, oben war doch der Fahrstuhlschacht frei. Da kann man wahrscheinlich runterklettern. Ja, kann man bestimmt. Ich weiß es nicht. Ha! Schau einer an. Doch reingekommen? Noch nicht. Ich muss noch den zweiten weghacken. Alles ja gut. Dann brauchen wir nicht mal hochgehen. Ja, ich kontrolliere die Klos. Bisher war ja nichts Tolles drin. Hm. Zellentür ist verschlossen. Ja, hat sich ja nicht gelohnt hier unten. Ach so, bist schon durch, oder? Ja, mehr ist das nicht. Oh, ich habe eine bessere Hose endlich gefunden, Mensch. Zwei sogar. Oh, vielleicht ziehe ich auch eine an. Ich habe immer noch diese... Aber Cold ist minus 3. Das ist natürlich doof. Toll. Farbe und eine leere Dose. Ne, 6 und 3. Hm. Egal, ich habe jetzt eine andere Hose. Keine kurze Hose mehr. Du lebst ja noch! Ich bin doch mal tot! Ja, ich bin durch. Hm. Waren wir oben eigentlich schon komplett fertig auf dem Dach und so? Das hattest du dir ja, glaube ich, noch angeschaut. Ja, ich war da, bin ich der Meinung, fertig. Aber wir sind hier durch. Verhörraum. Such gerade nur den Ausgang, aber... Brauchen wir noch Stoff hier, ne, oder? Ja, klar. Kloppen. Was? Wieso verblute ich? Wieso blute ich? Bist du durch Glas gegangen? Ich? Geh hier raus, das ist mir unheimlich. Ja, komm mal raus, dann gucken wir uns das andere. Das war hier ein PPD. Was ist denn ein PPD? Willst du dir die Bank anschauen? Ups. Nee, ich war noch irgendein Polizeirevier. Das würde ich bevorzugen. Okay, warte. Komm mal. Aber erst will ich meine Frames wieder haben. Jo. Müssen wir mal rumfahren. Ich glaube, hier weiter geradeaus war irgendwo noch eine Polizei. Oder warst du Shotgun-Laden? Ich weiß es nicht mehr. Shotgun ist ja, meintest du. Ich dachte, hier habe ich noch eine separate Polizei gesehen. So, was haben wir? Hier haben wir Popopilz, Shamway, Pete's Pub, Sofas, Store and More, Crackable. Ja, hier ist Shotgun. Ja. Dann war es doch Shotgun. Ich würde sagen, gehen wir durch die Scheiben, ne? Sieht doch nach Holz aus, oder?
So habe ich es gern. Da liegen sie schon, die beiden. Hm. Ah, hier vorne ist noch einer. Und eine schnelle. Tot? Ja. Jawohl. Ah, da kommt noch einer. Und der steht wieder auf. Danach kommt noch ein Terrorist. Alter, die prügeln mal. Windelweich. So muss das sein. Hab ich gerade ein Schwein gehört? Hm. War bestimmt der Zombie. Ah, hier gibt's ein Loch. In den Keller. Ach, da sind Fallen. Scheiße. Voll in die Fallen reingelaufen. Ach, Heinrich. Ich hab die nicht gesehen. Ich hab hier auf die Wandregale geachtet. Deckenregale und so. Hinter dir schläft ein Zombie und du klopfst da rum. Ja, nicht mutig. Oh, hier gibt's eine Bar. Da geht's runter. Ja, hoch oder runter? Das ist die Frage. Ja, ich gucke hier erstmal auf der Ebene. Hier ist noch ein Bäcker nebenan. Okay. Oder was das auch sein soll. Oh, der ist schnell. Schnell, Tür zu. Da sind zwei. Mach mal Tür zu. Ah, sind drin. Sehr gut. Mann, oh Mann, jetzt nehme ich auch mal, ne? Nur 34 habe ich Lebenspunkte. Ich heile mich mal ein bisschen. Mach das. Rechts waren die hier. Hier geht's nach draußen oder wo geht's hier hin? Ah, das ist ja, glaube ich, nicht der Laden, wo wir reingehen wollten, aber... Hat sich auch nicht gelohnt. $32, wow. Geht's hier hin? Ach, hier waren wir schon drin. Lohnt also, auch nicht. Frage, hoch oder runter? Puh. Ich tendiere zu runter. Gun Range. Halt, da hinten steht ein Tourist. Hast du ihn getroffen? Jetzt habe ich ihn getroffen. Das ist ein normaler Polizist. Alter, Headshot. Hier sind Zombies im. Oh, hier ist eine drin. Ich mach mal Tür zu. Unmotiviert. Run or die. Ja, hier links, pass auf. Das sind mehrere. Oh oh. Alter. Ja. Ich sterbe. Da hätte man Molly gebraucht oder so.
gibt's so Molotow-Cocktails? Nee, ne? Oder? Ich hab jetzt gerade keine Zeit. Oh, Entschuldigung, habe ich dich abgelenkt mit der Frage? Ein bisschen. Ach. Ich fahr jetzt mal Fahrrad, habe ich gerade so. Ich habe noch ein paar getötet, die dich aufgefressen haben. Ich hoffe mal, dass die weg sind, bevor wir jetzt da hinkommen. Mm. Das hoffe ich auch. Das Moped kann man ja nicht so einfach aufnehmen, ne? Doch, natürlich. Es muss nur leer sein. Es muss nur was? Leer sein. Es darf nichts drin sein. Ah, es ist nichts drin. Moped Power! Oh, oh, oh. Kann ich auf deinen Gepäckträger? Nö. Läufst ja schneller als ich fahre hier. Na komm, spring auf. Komm, komm. Hui. Komm, komm. Komm, komm. Nee, da nicht. Hui. Ich würde ja gerne. Und warte mal, bleib mal stehen. Warte mal, ich will einfach nur was versuchen. Ob du einfach drauf springst, du quasi. Warte. Ein paar Mal. Oh, schade. Nee, schade. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn das funktioniert hätte. Ja. Ja, die Häuser sind da echt zu hart für uns, glaube ich. Hm. Hardcore-Häuser. Ja, darfst du doch nicht vergessen, wir haben jetzt schon Tag 50, wir sind beide über Level 70. Ja, dafür machen wir die doch nicht alle so einfach tot. Das ist. Also gegen schnelle Zombies und gegen Leuchtezombies haben wir Probleme, finde ich. Ja, wenn ihr eine Idee habt, was wir besser machen könnten, abgesehen davon, dass wir vielleicht unsere Stärke ein bisschen aufwerten. Das Ding ist, dass wir beide auch so ein bisschen auf die Technik halt uns konzentriert haben. Deswegen wir uns wahrscheinlich bei der Stärke ein bisschen vernachlässigt haben. Nö, Stärke habe ich auch ein bisschen gemacht. Also Stärke bin ich bei Level 4, ja. Da habe ich ja dieses Packer-Modi und diesen Skullcrusher gemacht. Ein bisschen. Hm. Skullcrusher war ja, damit du auf den Kopf triffst, machst du mehr Damage. Skullcrusher habe ich auch zwei. Also ein paar Punkte habe ich schon drin. Also man könnte noch ein bisschen mehr reinpacken, klar, für den Nahkampf, aber... Ich glaube, wir müssen aber auch einfach mal unsere Lebensenergie und Ausdauer verbessern. Hm. Weil wenn ich mehr Ausdauer habe, kann ich mehr Powerschläge machen. Ja, ja. Weil mir ab und zu ertappe ich mich, mache ich ein, zwei Mal einen Powerschlag und schlage dann so noch ein, zwei Mal zu. Dann habe ich schon keine Ausdauer mehr. Oder wenn ich jetzt eh schon geschwächt bin, so wie gerade eben... War ich überhaupt richtig? Ja. Bin mir gerade nicht sicher. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Blade Trips. Ja. Verteidigung brauchen wir erstmal alles wieder. Noch einen neuen Generator muss ich bauen. Dann brauchen wir wieder mehr. Noch zwei Generatoren, sagen für jede Ecke einen. Ja, oder gleich zwei. Genau, darum baue ich auch so einen großen Balkon. Das ist mir scheiße kalt. Ich bin gleich da.
bin auch schon im Eisgebiet. Ja, dann hoffe ich mal, dass da keiner mehr drin ist. Weil sonst bin ich ganz schnell tot. Du bist auf dem Flur oben gestorben? Ja, ich war, glaube ich, schon ziemlich weit oben. Da haben sich wieder schlafen gelegt hier. Ziehe mich erstmal mal zurück. Und reorganisiere mich. Tu das. Kleidung alles am Start. Essen wäre ganz gut. Ja, das habe ich mir auch gerade so gedacht. Ich habe zwar noch eine Dose Futter, aber ich lasse erstmal da ruhen, wo sie ist. Und dann... Ich bin da. Ah, ich habe schon irgendwas geweckt. Ah, da war schon was. Wo ist mein Zeug? Wo ist mein Zeug? Da ist mein Zeug. Geht gleich weiter hier. Alter, bis dieser Scheiße mal nachlädt. Ach, das ist normaler. Ja, ja, das waren. Die anderen beiden waren gerade ein bisschen fixer. Tourist. Na, lass mal weiter. Ich wollte noch mal Verband annehmen, danke. Ja, die haben die Tür zur Schießscharte da aufgemacht. Die war offen, Mist. One or die, ja, ich bin schon tot. Was passiert, wenn ich auf die Zielscheibe schieße? Geht man Bolzen im Arsch, das ist auch schön. Hast du eine Schaufel mit? Ich habe alles immer dabei. Ah, hier gibt's noch einen Raum. Eine Revolverheldkiste erst gefunden. Wenigstens Scharfschützengewehr, aber Stufe 1. Ah, hier fällt man ja runter. Flanellhemd braucht man nicht. Ups. Dann. Sind wir jetzt hier oben, ne? Ja, einmal im Kreis gelaufen. Gun Range, ja. Dann können wir hoch. Hoffentlich ohne zu sterben. Ja. Ist nach oben. Hier rechts.
Links nach oben. Ah. Ah. Achtung. Mich gleich erwischt. Hier geht's noch höher, hinter den Kisten. Da ist auf jeden Fall einer. Die ist langsam. Da ist noch eine langsamer. Vorsichtig. Ja, hab ich zu spät gesehen. Los, komm, hätte sie. Oh, Beine nochmal zugeschlagen. So, lohnt sich nicht so sonderlich hier. Ah, hier kann man seitlich auch hoch. Küchenkram. Hier schon mal höher. Mhm. Oh. Hey. Schon wieder erwischt. Ich finde das manchmal echt scheiße. Dieses Modell steht vor mir, ja? Es schlägt mich, es trifft. Ich hau zurück, ich treffe nicht, ich hau gegen Stein. Obwohl der direkt vor mir ist. Ja, das finde ich auch klug. Ich bin direkt hinter dir, ne? Okay. So, zwei gekillt, kannst rein. Oh. Es könnte auch was unter der Decke sein, ne? Oh ja, stimmt. Dann müssen wir mal gucken, da können auch Kisten sich verstecken. Ah, hier geht's dann raus. Auch interessant, gucken wir mal gleich. Lass mal ruhig mal eine Lampe aus, zwei sind zu viel. Ich bin jetzt hier gerade unter der Decke. Oh! Scheiß auf deine verfickte Armbrust, Alter! Ey. Alter, ich kotz ab. So, bleib unter der Decke. Eine Spinne, ein Soldat in Leuchtegrün. Und dann war noch normaler, schneller. Also ein schneller Zombie und normaler Zombie. Okay. Ja. Also ich würde erstmal da bleiben, wo du bist. Okay, mach ich. Und dann von oben einfach alles töten. So, ich weiß jetzt nicht mehr, es ist schon 19 Uhr. Oh, dann bleibe ich wahrscheinlich die Nacht hier unter der Decke. Ah, ich hätte gerne meinen Scheiß. So, ich sehe die übrigens alle nicht. Ich höre sie nur. Ich hatte mal irgendwie vor ein paar Tagen hier gespielt in-game, da hatte ich mal irgendwie 140, jetzt bin ich bei 120.
Und dafür hat sich das Gebäude da echt noch nicht gelohnt, ne? Also, ich habe hier unter der Decke einige Revolver-Headkisten gefunden. Na ja, gut, dann hat sich das doch gelohnt. Trotzdem zweimal gestorben, ne? So. Ich habe auf jeden Fall jetzt auch eine Schrot. Ja, das Problem ist mit der Armbrust, das Waffenwechseln, es dauert einfach zu lange. Das hasse ich mittlerweile. Oh, ich bin hier oben nicht sicher. Warum? Weil die durch die Wand kommen. Ach, warte, nee, ich mach das anders. Ich mach hier einfach den Fußweg weg. So. Und dann kommen die hier nicht rum. Du sollst da nichts bauen, du sollst sie töten. Ja. Ich sehe gerade erstmal zu, dass ich mich hier so positioniere, dass die hier nicht so zu mir rüberkommen. Dass ich von hier entspannt auf die schießen kann. Weil die haben sich ja angefangen, durch die Wand zu kloppen. Also meine Idee ist jetzt, vorbeizukommen, meinen Kram zu schnappen und nach Hause zu fahren. Gönn mich da mal. Kommt meine Panzerfaust wieder oder so. Also ich spiele gerade mit dem Gedanken, hier die Nacht zu verbringen, weil ich mich hier nicht runtertraue. Das ist ein Schneezombie? Ja. Langsam bin ich am Überlegen, ob ich überhaupt mal pünktlich ankomme, ey. Oh, mir ist kalt. Erzähl mir was Neues. Oh, ich hab Hunger. Bin doch erst gestorben. Wie kann ich jetzt schon wieder hungrig sein? Also die Spinne ist übrigens noch nicht tot. Oh, super. Boah, ich treffe aber auch nicht. Ich schieße gerade mega viel daneben. Boah, ey, dieser Soldat könnte auch mal langsam sterben. Ich weiß nicht, wie viel ich schon in den reingeballert habe. Mit Schrotmunition wohlgemerkt auch. Oh. Er lebt ja noch. Kommt was runter. Ja, sehe ich. Und bin tot. Nee, doch nicht. Vielleicht habe ich ihn rausgelockt. Ja, Tier. Er ist mir nicht hinterhergesprungen, scheiße.
Ach, da ist er wieder. Er ist wieder drin. Boah, die könnte aber auch echt mal sterben hier. Oh, Tier. Wegen dir habe ich jetzt nicht getroffen. Oh, Katze. Wickel dir doch nicht hier das Kabel um den Hals, Katze. Ich höre die Spinne nur. Super, hättest du nicht auch mal sterben können? Verschwinde lieber. Ja, wohin denn? Ich hab nichts. Ich hab ja nichts. Super. Ich muss jetzt beten, dass die mich nicht sehen. Weil ich bin auf Kartons, die hauen sie locker kaputt. Siehst du sie noch? Ich höre sie nur. Sind nämlich hier so irgendwie unter mir. Ne, unter dir definitiv nicht. Zumindest der eine ist unter mir. Also ja, klar, aber ich bin eine Etage tiefer. Ich hab den Dings auf jeden Fall bei mir. Und der in eine andere Richtung. Weißt du ungefähr, wo die Treppe war? Ich bin unbedingt aus dem Kopf. Ich muss ja auf der Treppe gestorben sein. Oh, bleibst du mal stehen, du Scheiß? Die Befürchtung, dass die mich auf der Treppe Alter, wie viel hält dieser Scheiß? Ja, die halten viel aus. Komm hier vorbei. Ich glaube, die haben einen Rucksack kaputt gemacht. Ich sehe dich. Ja, ich geh mal raus. Der Rucksack wird irgendwie draußen angezeigt. Ich bin nicht draußen gestorben, oder? Ah ne, hier oben an der Treppe nicht gestorben. An der Stahltreppe irgendwo. Oh, hi. Kacke. Kann ich nicht laufen. Eine lange, lange Aufnahme ist das. Ja. Ach, da steht schon wieder ein Zombie, ist neu gespawnt. Ach, fick dich doch. Wie wollt ihr denn das erzählen? Es ist dunkel. Kannst du nicht einfach mal stehen bleiben? Dann treffe ich dich vielleicht auch mal. Wie viel scheiß Munition willst du noch fressen? Auch Holz. Das ist eine Holzpflanze? Nein, das ist eine Kackpflanze.
Okay. Dieser eine leuchtende Dingsbums. Dingsbums. Soldat. Wie ist denn das? Holzachs? Steinachs war das. Steinachs. Ein Stein. Ich treffe diesen beschissenen Igel auch nicht. Ja, meine Idee ist, dass ich jetzt hin und her laufe und die quasi, damit sie da rauskommen und ich endlich an meinen Rucksack komme. Ein Stück. Oh, es müssen doch mehr sein. Machen wir alle da. Schon gefreut, aber dabei habe ich nur einen Schadensbonus bekommen. Wo kommst du näher? Ach du Scheiße. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt hier trotzdem so oder so erstmal einen Cut. Wir haben ja jetzt schon über 24 Stunden gespielt. Und ich habe keinen Bock, da nochmal hinzugehen. Ich habe kein Fahrzeug mehr. Alle Fahrzeuge sind dort. Ja, du musst du zu Fuß gehen. Nö. Ich glaube, am einfachsten wäre es gewesen, wenn du auch das Gebäude verlassen hättest. Ja, ich war aber leider schon hier oben. Ja, ich weiß. Und ich bleibe auch hier oben, bis die Nacht zu Ende ist. Ja, aber wir werden jetzt trotzdem die Aufnahme beenden. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like, einen Kommentar. Ich bin gestorben. Mehr als einmal. Allein dafür haben wir uns ein Abo verdient. aus Mitleid. Ein Mitleidsabo. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.